Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Wir sind auf dem versunkenen, naja gut, nicht ganz versunkenen Schiff, aber auf dem Schiffswrack zumindest. Das letzte Mal stehen geblieben, inmitten der Route zwischen Faustor Hafen und Kraftport City. Und damit natürlich erstmal herzlich willkommen zu Pokémon Smaragd Edition. Wir stehen direkt vor einer verschlossenen Tür, wo Lager auf dem Schild steht. Fordern wir doch mal den Matrosen heraus. Ja, wir schauen uns jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen weiter auf dem Schiffswrack um. Gibt mit Sicherheit noch das ein oder andere Item zu holen. Mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Kampf durchzuführen und Erfahrungspunkte zu sammeln. Und hier haben wir ein Seemops, was der Matrose einsetzt. Hatte ich auch immer sehr, sehr häufig im Team. Ich mag Seemops echt sehr. Vor allem die Weiterentwicklungen sind halt auch richtig stark. Kannst du anders nicht sagen. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, okay, ich probiere mal was anderes. Und wir haben ja mit unserem Kapaloris dann auch ein Pokémon, was mit Sicherheit auch eine Eisattacke erlernen kann. Eisattacken sind definitiv wichtig, die brauchen wir. Deswegen werde ich die meinem Kapaloris beibringen. Aber ja, halt diesmal ohne Walreißer. Ich denke, dass auch ihr relativ häufig das Seemops bzw. Walreißer im Team hattet. Könnt das ja gerne in die Kommis reinschreiben, ob ihr das auch häufig genutzt habt oder nicht. So, Antikkraft ist erstmal aufgebraucht. Also ich habe es in annähernd jedem Durchlauf eigentlich genommen, außer ich habe Saphir gespielt, dann gab es natürlich keinen Weg vorbei an Kyokre. Ja. Und das konnte ja auch ganz gut Eisattacken erlernen. So, wir erhalten den Tauchball. Der ist natürlich absolut effektiv gegenüber Pokémon, die man unter Wasser antrifft. Ein perfekter Ort, auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend hier. Ich wette, hier sind wertvolle Schätze versteckt. Ja, das kann gut sein. Weiß gar nicht, willst du auch kämpfen? Nö, du läufst hier rum. Mit Sicherheit dann nicht. Ja, ein Schiff! Okay. Achso, war mir gerade nicht mehr sicher. Die Tür aufging. Jo, hier drüben können wir dann im Übrigen tauchen. Erstmal haben wir ein schickes Fluchtseil gefunden. Jo, das war der Abschnitt zum Tauchen. Keine Ahnung, warum ich hier extra nochmal reingegangen bin. Und ich glaube, dem geht's einfach nur nicht gut, oder? Boah, mir wird schon übel, sobald ich ein Schiff nur betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Leer, also hat er noch nicht reingekotzt. Alles klar. So, benutzen wir mal die nächste Treppe. Die führt uns hierhin zum nächsten Planscher. Was ist so lustig daran, dass ich meinen Schwimmreifen mit an Bord habe? Nix, ich hab da gar nicht gelacht. Alles gut. Planscher Hilmar. Das ist aber auch ein netter Name. Und er schickt Meryl in den Kampf. Meryl Level 26. Ich glaube, lange macht unser Poupon das auch nicht mehr mit. Bräuchten demnächst mal wieder einen Trank und vor allem was, was unsere Antikraft vielleicht wieder auffüllt. Boah, das könnte knackig werden. Oh, obwohl, 9 KP. Da überstehen wir ja sogar noch eine Attacke, solange es kein Volltreffer wird. Volltreffer verdoppelt ja so ein bisschen den Schaden. Gut, man hat auch immer so einen Zufallsfaktor noch drin bei der normalen Schadensberechnung. Deswegen macht man nicht immer gleich viel Schaden, so wie das zum Beispiel bei den Strategiespielen der Fall ist. Wie beispielsweise Fire Emblem, wenn ich das jetzt nennen darf. Da ist ja immer ein fix berechneter Schaden, kommt kein Zufallsfaktor dazu und der Schaden tritt halt immer ein. Oh, junges Glück. Und die stehen direkt an der Tür, die warten quasi schon auf einen, dass man hier reinkommt, um einen direkt zu attackieren. Der Wanderer mit ein paar Kleinsteins vielleicht. Schauen wir mal. Und die Planscherin. Ah nein, Ruin Maniac. Hauke und Planscher Layla. Sandermeer und Meryl. Ja, ich denke, die größere Gefahr ist Meryl. Zumindest für beide Pokémon. Wenn ich jetzt nur Anorith betrachte... Nö, ich glaube, wir jetzt nur Poupons betrachten, können natürlich auch Sandermeer gefährlich werden. Oh, stimmt. Hat der Aquaknall. Da war ja was.
Und so viel Spezialverteidigung hat Sander mehr eigentlich nicht. Aber das hat's gut weggesteckt. Starke Sache. Zum Glück ist das nicht sehr effektiv. Oh, bitte. Müsst ihr alle meinen Anruf angreifen? Oh, ich muss switchen. Das schaffe ich sonst nicht. Ah. Alter Schwede, mit Poupons muss ich natürlich angreifen, ja. Und wir switchen auf Lombrero. Muss ich meinen Anruf danach erstmal schön wieder heilen und knuddeln, dass es ihm wieder gut geht. Und Lombrero holt jetzt die Kohlen aus dem Pfarrer. Als hätte das Sanamer das geahnt. Okay, das Merrill hat es auch nicht geahnt. Also Blubstrahl ist halt super sinnlos. Super sinnlos ist das. So, du machst jetzt das Merrill platt und wir saugen das Sanamer leer. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es gereicht hätte. Absorber. Dass das Lombrero noch keine stärkere Pflanzenattacke kennt. Ey, das macht mich wahnsinnig. Weiß halt auch nicht, ob es jemals irgendwas Besseres werden wird als der Gigasauger. Klar, Solarstrahl ist stark. Aber den wollte ich halt dann gern immer in Kombination. Na, warum habe ich eigentlich nicht so auf eingesetzt? Na egal. Den wollte ich halt dann schon gern in Kombination mit dem Sonnentag einsetzen. Aber ich weiß halt nicht, Sonnentag, Solarstrahl und dann aber noch Surfer. Und Eisstrahl, mit dem Sonntag machst du dir halt dann wieder deine Wasserattacken kaputt. Dann hast du halt dann selber keinen Regentanz, um das wieder auszugleichen. Hm. Ist so eine Sache. Ist halt wirklich so eine Sache. So, ich hoffe, ich habe ein Gegengift dabei. Aber vielleicht da auch die Idee bei euch, wie ich das vielleicht am besten lösen kann. Also wie gesagt, ich glaube, meine Idee in erster Linie ist trotzdem irgendwie eher auf den Gigasauger zu gehen als Pflanzenattacke. So häufig brauchen wir ja die Pflanzenattacken eigentlich nicht. Und dann mit, ja sag schon, Regentanz, Surfer und dem Eisstrahl zu agieren. Aber vielleicht schreibt ihr jetzt auch in die Kommis, na probier's doch lieber mit, oh, ich hab's nicht geheilt, fuck Alter. Das tut jetzt weh. Probier's doch lieber mit, ja, sag schon. Mit Sonntag, Solarstrahl, Surfer und Eisstrahl. Also wenn ihr eher dafür seid, dann immer in die Kommis damit. Ich bin da offen für alles. Wunschtraum. Was war das gleich nochmal? Das sagt mir gerade gar nichts. Heilt das nicht in ein paar Runden dann? Oder war das nicht irgendwie so? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, nochmal Felsgrab und Feuerfeger gegen Volbeat. Na klar geht die Attacke daneben. Ist das lächerlich. Und Felsgrab trifft. Auf Wiedersehen, Illumis. So, machen wir auch Felsgrab auf das Vieh, aber lächerlich. Und kann das Biest eigentlich auch was anderes außer Mondschein? Die können doch auch so eine richtig starke Käferattacke mit der Ampelleuchte. Ich weiß bloß nicht, ob die jetzt schon gelernt haben. Oder erst später. Oh, Ruckzuckhieb. Mensch, doch nochmal Schaden gemacht. Und der Feuerfeger trifft. Ich glaub es ja nicht. Kann mein Glück kaum fassen. Wird definitiv auch notwendig sein, dass ich mir den Flammenwurf in der Spielhalle hole. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen Cash. Weil der Flammenwurf ist halt sehr treffsicher. 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Ding trifft. Und ist halt auch stärker als der Feuerfeger. Deswegen will ich ja ungern auf die Attacke verzichten. Und wir haben den Lagerschlüssel gefunden. Wir können also mal noch ins Lager reinschauen. Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brigg. Er hat mich auch beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Vielleicht mal im Lager nachschauen?
Zumindest mache ich das jetzt. Also wenn ich dort einen Scanner finde, kann ich ihm den geben. Ich glaube, er gibt uns zur Belohnung dann die TM-Scanner. Aber ihr habt ja gesehen, hier gibt es auch einen Abschnitt, wo wir dann noch surfen können. Beziehungsweise tauchen. Und dort werden wir dann wahrscheinlich den Scanner finden. Denn hier finden wir TM-13. Eisstrahl. Und jetzt bin ich gespannt, ob das mein Lombrero schon erlernen kann. Ich hoffe es einfach nur. Jawohl, endlich mal noch eine zweite brauchbare Attacke. Wir lassen vergessen, ja, Raub. Gut, wir haben es ihm kurz beigebracht und lassen es unser Lombrero jetzt schon wieder vergessen. Ja, ist halt so. Absorber, ich brauche halt die Pflanzenattacke, würde ich gern behalten. Und den Mogelhieb finde ich halt trotzdem im Vergleich zu allen anderen Attacken immer noch sehr geil. Deswegen möchte ich den ungern verlernen. Jetzt schon. Gut. Gehen wir also wieder runter vom Schiff. Beziehungsweise vom Schiffswrack. Schiff ist es ja weniger. Und machen uns jetzt weiter auf den Weg nach Graffitport. Und kassieren bestimmt erstmal ein paar Schläge von dem Mingul. Mhm. Level 33. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr fliehen. Ich hoffe, ich mache wenigstens die Hälfte Schaden. Das wäre gut. Natürlich nicht. Säure. Ah, so viel Verteidigung hat Popaus nicht, aber es ist nicht sehr effektiv. Aber das kann ja unter Umständen auch mal die Verteidigung senken, diese Attacke. Na gut. Solange jetzt nicht noch eine Wasserattacke kommt, sollte das absolut machbar sein. Ich glaube, wenn die AP von Psystrahl dann auch aufgebraucht sind, dann nehme ich es erstmal hinter, mein Poupons. Aber aktuell geht's ja noch. Mein Freund, dieser Lügner sagt, ich sehe klasse in dem Bikini aus. Ah ja. Ja, wer kennt das Problem nicht? Dass die Frauen der Meinung sind, dass sie in irgendwelchen Kleidungsstücken kacke aussehen. Wo es eigentlich nicht so ist. Ja. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? Da kannst du nur falsch antworten. Boah, nö, er hat's nicht überlebt. Naja, blubbert zum Glück keine so starke Pflanzenattacke, Wasserattacke. Und der Psystrahl ist aufgebraucht. Deswegen musste ich jetzt auf die Lehmschelle zurückweichen. Und Poupons erreicht Level 32. Weiter geht's mit Meryl. Anorif braucht auch mal wieder ein paar Erfahrungspunkte. Boah, ich weiß gar nicht, wann hier die Entwicklung kam. Ich glaube, das dauerte auch bis Level 40. Also jetzt ist Anorif ja noch okay von der Stärke her, aber dann so ein Level 35er Anorif ist, glaube ich, jetzt nicht so geil. Aber schauen wir mal, was das Pokémon alles noch so erlernen wird. Vielleicht wird es ja doch noch ein richtig klasse Pokémon. Ah, ich hätte den Mogelhieb machen können. Naja, gut. Reicht auch so aus mit einem Volltreffer. Oder? Doch, ich dachte jetzt schon, weil es einfach nicht K.O. gegangen ist. Und Lombrero erreicht Level 39. Schwimmerin Sieglinde besiegt. Da habe ich vielleicht ein Elixier dabei. Ja, wir haben zwei Elixiere dabei, dann verteile ich das mal auf Poupons. Wer weiß, wie oft ich da noch überhaupt ein Elixier brauchen werde. Und wir machen den nächsten Doppelkampf. Ist natürlich schwierig jetzt. Wir haben hier eine Astrainerin. Die Astrainerin, Astrainerin. Ja, das ist, finde ich, nicht nur so ein Name. Die haben auch so immer mal noch so ein paar spezielle Fähigkeiten. Ach, du Scheiße, sechs Pokémon. Spezielle Fähigkeiten. Voltenso. Ja, lecco mio. Boah. Voltenso. Das ist natürlich jetzt knackig, die Aufgabe. Na, probieren wir es erstmal, oder? Jaula stärkt auf jeden Fall erstmal seinen Angriff.
Gut, ich glaube, verteidigungstechnisch ist Anriff echt gut ausgerüstet. Das sollte nicht so viel anbrennen. Da mache ich mir eher bei meinem Poupin Sorgen, dass das K.O. geht. Aber das könnte ich gerade so noch verkraften. Mascholo als nächstes. Auch das können wir eigentlich relativ easy plätten mit einem Psychstrahl. Kann sich andere vielleicht doch mal um Voltenso kümmern. Machen wir ein Felsgrab? Dann können wir so ein bisschen die Initiative senken. Oh, noch ein Jauler. Das tut so ein bisschen weh jetzt schon. Und das Felsgrab geht daneben. Reicht der Psychstrahl aus? Jawohl, Volltreffer. Ich versuche so ein bisschen gerade die Situation 2 gegen 1 heraufzubeschwören. Aber ich glaube, wenn Voltenso jetzt einmal loslegt, dann geht sie aber richtig ab. Wir müssen erstmal das Centara wegbekommen. Das ist mir sonst zu heiß. Alter, noch ein Jauler. Das ist der dritte. Aber was soll denn dann kommen dort am Ende? Ein Ruckzuckhieb? Hoffentlich dann auf Anriff. Bei Poupins wird das nicht überleben. Da bin ich mir richtig sicher. Level 22. So, ich glaube, jetzt kommt aber so langsam dann der Angriff. Ja, Ruckzuckhieb, Poupins und tschüss. Nein! Mehr Schaden nicht nach 3 Jaulern. Das ist ja erbärmlich. Das ist ja richtig erbärmlich. Das ist richtig erbärmlich gewesen gerade, okay. Ich mache nochmal eine Lehmschelle und heile mein Poupins, sofern ich überhaupt noch einen Supertrank habe. Ich glaube, einen habe ich noch am Start. Genau. Also heilen und angreifen mit demselben Pokémon, nur im Doppelkampf möglich. Habe jetzt quasi so ein bisschen Anoriffs Runde geopfert. Überlebt, das glaubst du doch alles jetzt nicht. Die Frage ist, ob die Lehmschelle jetzt so clever ist. Oh ne, ein Hypertrank! Ich hatte jetzt fast schon gedacht, jetzt kommt auch noch die Statik bestimmt noch dazu, bei meinem Glück. Na egal, die Genauigkeit ist mittlerweile schon ziemlich down. Also so viel können wir da von Voltenso nicht mehr erwarten. Wunderbar. Ein schönes Felsgrab hinterher, um die Initiative ein bisschen zu senken. Bringt natürlich nichts, wenn Voltenso die ganze Zeit mit Ruckzuckhieb angreift. Na, aber was soll der Geiz? Und tschüss. Diese Hypertränke, beziehungsweise diese Tränke setzen ja zum Beispiel auch nur diese Ast-Trainer, Ast-Trainerinnen ein. Deswegen machen die mich so ein bisschen nervös und noch ein Voltenso. Ja gut, ich habe ja jetzt schon gezeigt, wie ich es lösen kann. Auch das, gleiche Taktik. Jauler. Und so weiter und so fort. Schade, Felsgrab ging daneben. Das heißt, das war nichts mit, ja, sag schon, Initiative senken. Aber zumindest die Genauigkeit konnten wir schon mal einen Ticken runternehmen. Oh, Silberblick. Poupons wehrt die Attacke ab. Anoriffe allerdings nicht. Aber da bringt dir dein komischer Ruckzuckhieb gar nichts. Und Initiative gesenkt. Also die Statuswerte vernichten wir richtig hart. Das war das zweite Voltenso besiegt. Das gibt natürlich ordentlich Erfahrungspunkte auch immer. 432 sind jetzt nicht zu verachten. Da das ja ein entwickeltes Pokémon ist. Und Schwalboss zum Schluss. So, wir haben nochmal Antikraft übrig und Felsgrab. Das Doppelteam macht es natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher. Vor allem fürs Felsgrab dort einen Treffer zu landen. Aber für Anruf kein Problem. Das schaut einmal genau hin. Und legt dir richtig los. Und pass auf, Antikraft geht jetzt daneben. Es war doch so klar. Es war einfach nur klar, dass genau das passiert. Ja, ist normal effektiv. Boah, Heidewitzka. Das war wichtig, dass Antikraft jetzt durchgekommen ist. Und Anoriff und Poupins haben den Kampf gelöst. Ich fass es nicht. Richtig starke Leistung. Richtig starke Leistung. Und hier an der Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wir schauen uns noch an, was das für ein Item ist. Ein Trank. Könnte ich ganz gut gebrauchen. Aber es ist ein Sternstück. Okay, kannst nicht immer das bekommen, was du willst.
Wie gesagt, hier geht's dann weiter beim nächsten Mal und dann schaffen wir es dann auch bis nach Graphitport City. Also, bis dahin, macht's gut.